Okay, Vereinigung. Viele deuten das Wort Yoga als Kontrolle. Was möchte man oder was lernt man im Yoga zu kontrollieren? Ha? Die was? Eigener Geist. Den eigenen Geist. Die Gedanken. Vielleicht ein bisschen, genau, die eigenen Gedanken. Okay, was noch? Den Körper. Körper, auch den Körper. Genau, man beginnt so praktisch bei den Körper. Ich habe ja vorgestern gesprochen, wir bestehen aus unterschiedlichen Schichten oder Ebenen. Die erste grobstoffliche Ebene wäre der Körper. Dann haben wir gesagt Emotionen. Und Gedanken, der Geist. Warum ist das wichtig, die zu kontrollieren? Weil sie fliegen hin und her. Ha? Weil sie hin und her fliegen. Weil die hin und her fliegen, okay. Warum noch das? Weil die Negativität die Kraft raubt. Genau, die Negativität, wenn man viele negative Emotionen empfindet, negative Gedanken. Eigentlich braucht jeder Gedanke Kraft und Energie. Und man sagt, dass der Verstand viel mehr Energie braucht oder intellektuelle Arbeit als Arbeit von Muskeln oder Muskelgruppen. Was ist das Thema? Yoga. Hatha Yoga. Hatha Yoga als ein System der Selbstverwirklichung. Okay. Okay. Gut. Also heißt es, dass wir im Yoga lernen, erstmal den Körper zu kontrollieren. Das machen wir auf der Matte, indem wir unterschiedliche Asanas ausüben. Wir lernen die Emotionen kontrollieren. Inwiefern oder welche Techniken können hier dabei helfen? Ja, richtig. Dankeschön. Genau. Sehr gut. Wie oder durch welche Techniken machen wir hier entsprechend auch dabei? Asana. Ist alles ganz einfach. Das ist auch der achtfache Pfad nach Patanjali vom Gröberen zum Feineren. Für Emotionen, was haben wir da für Techniken? Mantra und Meditation. Mantra, Meditation. Yama, Niyama. So. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Emotionen und Gedanken in deiner? Emotionen sind eher Gefühle. Ja. Also wütend, Wut, wie kann man Wut zeichnen als Bild oder ausdrucken als Bild? Oh ja. Das geht nicht. Wut kann man nur fühlen. Hm. Oder Liebe kann man fühlen, die kann man schlecht so in ein Bild umsetzen. Gedanken sind zum Beispiel Gedankenbilder, wenn ich ein Haus konstruiere oder irgendwie Bauteile konstruiere, egal irgendwelche Gegenstände, ich baue Gedankensinnbilder auf. Das ist mehr die informative Ebene und Emotionen ist mehr die energetische Ebene. Okay, so Ebene der Sinnbilder oder Ebene der Vorstellung, Ebene der Gefühle, Emotionen. Okay, Emotionen, ich würde sagen, das wäre Pranayama, Atemübungen. Was die Katharina meint, Yama Niyama, das wäre mehr unser Verhalten. Also vielleicht könnten wir über dem Körper noch eine Ebene einfügen auf unser Verhalten, unser Handeln. Das können wir auch dementsprechend kontrollieren oder nicht kontrollieren. Hier Yama Niyama, Asana, Pranayama. Wie geht's weiter ungefähr? Welche Ebenen sind dann für die Gedanken zuständig oder welche Techniken? Meditation, Mantra und so weiter. Mantra könnte man hier und hier einfügen. Okay, also bei den Gedanken Meditation, um die Gedanken zu ordnen und zu kontrollieren. Okay, Meditation. Auf Sanskrit oder in der Sprache des Yoga würden es die Ebenen von Pratyahara sein und so weiter. Eigentlich doch Pranayama auch, oder? Pranayama wirkt ja teilweise auch auf die Gedanken, aber halt zum größten Teil wirkt es auf unseren Prana-Körper. Mhm. Und dieser feinstoffliche Körper, das Pranamaya-Kosha, wo sich die feinstofflichen Organe oder Meridiane und Leiterbahnen befinden, da fließt unsere Lebensenergie, das Prana, und heißt ja auch Prana.
Und je nachdem, wie sie strömt, empfinden wir die eine oder andere Emotion. Also das ist diese energetische Ebene. Also so ein Gedankenkonstrukt, ein Gedankensinnbild, das kann man nicht fassen. Das hat viel Information und ganz wenig Energie. Emotionen haben auch viel mit Energie zu tun. Oder wenn man jetzt Wut oder Ärger empfindet, viel Aggression empfindet, dann wird man seine Energie sehr schnell los, seine Lebensenergie. Was okay, das ist Empfindungen. Was ist das? Das ist mehr so Gedanken, das ist subtiler oder feinstofflicher. Ja? Was bedeutet Vereinigung? Vereinigung. Yoga bedeutet Vereinigung. Zum einen Kontrolle. Vereinigung, Kontrolle. Also speziell Yoga oder Hatha-Yoga? Nein, Yoga, das Wort Yoga. Das so. Wort Yoga, die Bedeutung okay. oder die Übersetzung des Wortes Yoga. Mhm. Wir haben im Deutsch das Wort Joch, was bedeutet das? Joch? Auch ja. Jermo. Da. Joch in Verbindung, ha? Joch in Verbindung von so einem Gespann oder Wagen. Ja. Wo, was man den Pferden oder Ochsen mhm. umlegt, um das den ist, Wagen da dran zu. Genau, ist auch eher hat etwas mit Verbindung zu tun. Und da alle Sprachen, zumindest die indoeuropäischen Sprachen, irgendwo auf eine gemeinsame Wurzel oder auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen, sehen wir das auch hier in diesen Worten, diese Silbe Jo, dieses Yoga auch drin steckt. Also wäre die näheste oder die beste Übersetzung oder die Deutung wäre das Wort Vereinigung. Es gibt aber auch noch andere Begrifflichkeiten. Wenn wir das Jo und das Ga auch in alten slawischen oder nach alten slawischen Traditionen ein bisschen deuten, haben wir das Jo und das Ga drin. Jo wäre, hat so eine Rune, die geht so auseinander wie zwei Pfeile, also das ist die Vergrößerung oder Erweiterung. Und Ga ist der Weg, wie im Wort geht, Gang, Gehen. Und so weiter. Das sind also die Vibrationen der Energie. Nirodha, also wenn sie nicht entstehen. Rod, тоже, Rajdatsa, so Gebären entstehen. Also ist das Yoga der Stillstand der Veränderung im Gehirn. Also oder die, der Stillstand der Gehirnwellen oder der Gehirnfunktion. Und dann können wir von aus diesen drei Ebenen, ich sag mal so, entweichen oder weiter darüber hinausgehen auf ja, spirituelle Ebenen, sage ich mal so. Und dann passiert eben das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, dann passiert eben diese Vereinigung. Absolut oder mit seinem höheren Ich auf einen, oder es kommt dann zu einer Bewusstseinssteigerung, okay? Wenn dieses Chitta Vritti Nirodha passiert, beziehungsweise wenn er sich einstellt. Was meint ihr, wie man das erreichen kann, dass man einen gedankenlosen Kopf bekommt, beziehungsweise es ist ja vom Stillstand der Veränderung ist die Rede. Also ist ein einziger Gedanke, wenn er sich nicht verändert und den Platz im Kopf einnimmt, ist das bereits auch irgendwo das Chitta Vritti Nirodha. Das heißt nicht, dass der Kopf komplett leer sein muss, sondern es muss über eine längere Zeit nur ein Gedanke im Kopf sein. Was glaubt ihr, wie man das erreichen kann? Durch Samadhi. Samadhi ist schon das ist Endzustand. Das ist der Endzustand. Okay, Fokussierung auf ein Objekt. Wie kann man noch dazu sagen? Konzentration, oder? Ja. Genau. Rum. Konzentration. Harana. Ja, Harana. Genau. Konzentration. Harana ist eben auch eine Betrachtung eines Objekts, ohne dass eine Unterbrechung passiert. Es ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Ihr müsst euch selber kontrollieren und lernen, durch die Yoga-Praktiken bzw. durch irgendwelche Maßnahmen zu sehen, wie euer Gehirn funktioniert oder wie der Verstand funktioniert und seine Natur. Ihr versucht euch zum Beispiel auf einen Punkt zu konzentrieren.
Und es mag sein, dass die ersten 2, 3, 4 Sekunden ihr nur den Punkt seht und keine anderen Gedanken im Kopf habt, aber in der 5., 6. Sekunde habt ihr auch im Kopf die Analyse vielleicht der Umgebung um euch herum. Ihr analysiert den Wind, spürt oder hört irgendwelche Geräusche um euch herum. Also es ist nicht nur der Kopf, der Inhalt, der Gedanken oder des Verstandes, sondern zusätzlich auch sehr, sehr viele andere Gegenstände, Eigenschaften. Und dann merkt ihr auch mit der Zeit, dass der Kopf beginnt, von einem Gedanken auf den anderen zu springen, hier ein bisschen etwas zu verdauen, dort ein bisschen etwas zu verdauen. Ihr erinnert euch, wenn ihr hier zum Beispiel seid, wie es wohl zu Hause ist, habe ich Post bekommen oder nicht Post bekommen, was macht meine Familie, warum rufen die mich nicht an oder warum rufen sie ständig an oder irgendwelche anderen Sachen. Da weiß jeder, was ich meine. Wie kann man denn noch, wenn ihr so ein bisschen auch euch überlegt, diesen Stillstand oder diese Gleichschaltung erreichen? Sind so fast aus dem Alltag gegriffene Dinge. Die Sinne zurückstellen. Wann passiert das? Das passiert, wenn du hochkonzentrierst. Ja, bei körperlicher Anstrengung ist dann, wenn die Gedanken zurückgestellt, genau, oder? Zum Beispiel auch körperlicher Anstrengung, weil der Körper möchte irgendwo Energie einsparen. Genau. Also es ist ein sehr schlaues, sage ich mal, Gerät oder halt mit sehr vielen tollen Funktionen. Und wenn man beginnt, den Körper körperlich überzubelasten, fährt er die Energie vom Gehirn irgendwo zurück und man kommt schon näher diesem Zustand heran. Unter anderem aber auch beim Beten, was passiert da? Konzentration auf den Prozess. Ein Gebet, ich sage jetzt nicht mal, dass man jetzt Vater Unser einmal gesprochen hat und ins Bett geht, sondern eher in die Richtung, wenn man jetzt die Nächte lang durch ein Gebet ständig wiederholt, ein einziges Gebet. Ja. Und diese ständige Wiederholung, so ähnlich wie das beim Mantra ist, am Anfang widerstrebt oder widersetzt sich der Verstand, also diese Mantra singen und meint, wann geht es endlich zu Ende, mein Rücken tut weh oder mein Fuß tut weh oder ich will was trinken oder sonstiges ständig. Und nach 45, 50 Minuten erfahrungsgemäß gibt der Verstand irgendwo auf und gibt dann Ruhe. Und dann kann man sehr gut praktizieren und sich sehr gut auf das Mantra konzentrieren. Und dann spürt man, wie es zu fließen beginnt, wie die Energie zu fließen beginnt. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Beim Beten zum Beispiel, aber auch in Extremsituationen. Extremsituationen. Es gibt Beispiele, wenn dann ein Haus gebrannt hat, dass dann draußen vor dem Haus irgendwie so ein Riesenkaktuszündung und so weiter. So irgendwie so eine alte Riesenkiste, eine Truhe aus Eichenholz steht, die 3, 4 Männer nicht tragen können und eine alte Oma, der diese Truhe gehört, hat sie alleine rausgeschleppt, weil sie nicht wollte, dass ihr Hab und Gut damit verbrennt oder irgendwie ein Kühlschrank oder Fernseher oder sonstiges. Weil sie genau in dieser Extremsituation war und nur diesen einen Gedanken gehabt hat, sich zu retten oder ihr Leben zu retten oder irgendwie Mann oder eine Frau retten ihr Kind und ziehen irgendwie das Auto hoch oder heben das Auto. In so einer Extremsituation kann der Mensch schon übersinnliche Kräfte entwickeln. Und darüber spricht der Patanjali auch in seinen Yoga-Sutren, dass wenn man Yoga praktiziert und bestimmte Zustände erreichen kann, wie das Samadhi, bekommt man übersinnliche Fähigkeiten oder Kräfte sogar. Und er beschreibt es dazu, dass man sich in Atome auflösen kann und winzig klein werden kann und riesengroß werden kann und stark wie ein Elefant sein kann. Das klingt so ein bisschen märchenhaft, was aber tatsächlich sehr, sehr sicher ist, dass man beginnt, in diesen Zuständen Informationen abzulesen. Also man bekommt so einen Sinn von Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und man liest aus dem Raum oder auf Entfernung auch Informationen ab, was andere Menschen einfach nicht machen können oder nicht tun können. Das passiert eben alles, indem man hier lernt, seine Gedanken zu kontrollieren, wieder seinen Körper, Emotionen und Gedanken. Und wenn ihr euch auch das vorstellen könnt,
wenn ein Medium oder nur Extrasens auf Russisch oder ein Mensch mit übersinnlichen Kräften, wenn oder ein eine Astrologe nicht, wie heißen die Bezeichnung, Gadalki oder so, oder Schamanen, egal, jeder, der esoterisch arbeitet, Wahrsager oder wie, die konzentrieren sich auch auf irgendeine bestimmte Energie oder auf eine bestimmte Kraft, die gehen auch in diesen Zustand hinein oder manche sagen auch der Trance-Zustand dazu, das ist aber noch nicht das Samadhi, oder nicht das Chittavritti Nirodha, das ist eben hier die Konzentration auf irgendwas. Und dann gehen sie auf diese Ebene rüber, wo sie zusätzliche Informationen oder zusätzliche Energie bekommen. Mhm. Also das ist im Yoga also das Prinzip bzw. die Richtung, wo man hinarbeitet. Und dann gibt es im Yoga zusätzlich oder dementsprechend neben dem Hatha-Yoga noch andere Wege, das Yoga zu beschreiten. Habt ihr hier dazu noch Fragen? Das erinnert mich nur dieses Yoga Chitta Vritti Nirodha an Sat Chitananda. Hat es irgendwelche Ähnlichkeiten? Was bedeutet das Wort Sat? Auf Latein, was bedeutet das Wort Sankt, Sankt Jakob oder Sankt Heilig. Martin? Heilige. Heilig. Okay. Danke. Das bedeutet, das Wort Sat bedeutet auf Sanskrit eben so ziemlich das Gleiche. Ewig, heilig. Okay, die Ewigkeit und die Heiligkeit. Chit ist wieder die Energie. Und Ananda bedeutet übersetzt Glückseligkeit. Mhm. Und wenn man diesen Begriff, der kommt in Yoga ganz oft vor oder in den vedischen Schriften, also das Ewige hat die Energie der Glückseligkeit sozusagen. Oder das Ewige, das Heilige hat die Energie oder die Eigenschaft der Glückseligkeit. Mhm. Okay? Es mag zwar ähnlich klingen, aber es drückt ein bisschen ein anderes Prinzip aus. Okay, ich habe jetzt hier ein kleines Fenster gemacht, dass wir die unterschiedlichen Yoga-Wege hier betrachten. Wir haben gesprochen, dass wir heute über das Hatha-Yoga sprechen. H und H Yoga. Kennt jemand noch andere Yoga-Wege? Bhakti-Yoga. Genau. Yoga-Arten. Yoga Wege, Iya. Raja Yoga. Genau, Moment. Bhakti Yoga. Bleiben wir erstmal hier kurz dabei. Was ist das Bhakti Yoga? Das Selbstlose, oder? Genau, das Bhakti Yoga ist eher das Yoga der Gefühle oder Emotionen, genau, indem man seine ganze Liebe dem Gott, dem Universum oder allen Mitmenschen ausdrückt. Kann man auch Vollkommenheit erreichen, weil sie dann auch durch diese Emotionen, indem sie vielleicht Kirtan, das sind so spezielle Mantren bzw. eher Lieder oder Gesänge, indem sie sich in Trance und in Ekstase tanzen, kommen sie auch immer näher diesem Gefühl des Chittavritti Nirodha und diesem Gefühl des Ananda, also speziell durch das Bhakti Yoga. Es sind speziell solche Schulen wie die Vaishnava oder die Krishnaiten Schulen, oder Richtungen auf unserer ganzen Welt gibt es die mittlerweile, beziehungsweise in der westlichen Welt und auch in Indien weniger. Also die haben sich eher in USA und in Europa und in Russland beheimatet oder ich sag mal so ausgebreitet. Okay, weil jetzt nicht jeder fähig ist oder interessiert daran ist, seinen Körper zu stärken und wie im Hatha-Yoga über die Arbeit mit dem Körper die Vereinigung zu erreichen, erreichen sie diese Vereinigung, indem sie ja auf der Sprache der Christen gesagt, den Schöpfer oder Gott, Götter, Gottheiten lobpreisen, Lieder singen und dadurch im Gefühl von Ekstase gegenüber dieser Gottheit treten. Was haben wir dann noch gehabt? Raja Yoga. Okay, machen wir gleich. Höchste Form. Okay, was bedeutet das?
Raja ist die höchste Form der Yoga, oder? Das ist ja das quasi, ist die höchste, um Samadhi zu erreichen. Genau. Raja Yoga ist aber auch viel mehr. Raja Yoga ist die Arbeit eben nur auf dieser Ebene. Der Gedanken und auf der, auf dieser spirituellen Ebene. Irgendwo auch auf der Ebene der Emotionen. Also man arbeitet dann nicht mit seinem Körper, man arbeitet überwiegend mit dem Geist. Und es heißt, dass das Hatha-Yoga automatisch zum Raja-Yoga führt oder halt das Hatha-Yoga im Raja-Yoga irgendwo endet. Also man beginnt diesen Weg zu gehen und früher oder später nach einigen Jahren der Hatha-Yoga-Praxis, wenn man alle Techniken und Vorkehrungen, wie gesagt, berücksichtigt hat, kommt man auf diese Ebene des Raja-Yoga, das höchste Yoga oder auch vom Raja wie der König, das königliche Yoga. Und wenn man das ein bisschen aus dieser Richtung interpretiert, ein König muss einen bestimmten Geisteszustand halten die ganze Zeit, er muss die Energie halten, dass seine Gefolgsleute oder es seinem Land zum einen gut geht, zum anderen, dass er genug Respekt gegenüber sich selbst aufbaut und gedanklich auf dieser feinstofflichen Ebene sein ganzes Land kontrolliert, muss er in diesem Zustand des Raja-Yoga bleiben. Es ist vielleicht so zu erklären, jeder von uns kann Energie aufbauen und halten. Man kann diese Energie aber auch verlieren, indem man irgendwie, auf Deutsch gesagt, eine Sünde begeht oder irgendwie einen Fehler macht im Leben oder sich von etwas unterkriegen lässt oder von irgendeiner Person oder einem System brechen lässt. Mhm. Und dann passiert es so, dass man dieses Energiepotenzial verliert und dieses System oder Mensch, der einen gebrochen hat, der bekommt dieses Energiepotenzial. Und sowas darf natürlich dem König nicht passieren, weil wenn den König jemand bricht und seine Energie ihm entzieht, dann wird der, in Anführungsstrichen, Vampir oder der Verursacher, dann wird er der König, weil dann hat er die ganze, seine eigene Energie. Das kann man vielleicht sich so vorstellen wie ein Schiff, da gibt es einen Kapitän und der hält durch das Raja-Yoga seine ganze Mannschaft in Ordnung und in Gehorsam und dann passiert nichts und dann schwimmen sie in Richtung A und dann kommt irgendwie eine Meuterei zustande, weil der Kapitän er hat der Mannschaft etwas versprochen und hat sein Versprechen nicht gehalten, sozusagen. Und das kann auch sein, weil so, wenn man die Menschen anlügt oder irgendwie täuscht, dass das Energiepotenzial zusammenbricht. Und diese Tat, die ich vorher so als Sünde oder Vergehen bezeichnet habe, bringt dazu, dass jemand anders sagt, ich gebe euch das, was der andere euch versprochen hat und macht es dann natürlich so und zieht die Mannschaft auf seine Seite sozusagen. Und dann ist der Kapitän A gebrochen und der Kapitän B wird dann zum Leiter und hält die ganze Energie des Schiffes unter seiner Kontrolle und die Energie der anderen Leute unter seiner Kontrolle und dann schwimmen sie zum Beispiel in Richtung B. Das ist auch eins der Aspekte im Raja-Yoga. Um halt Prozesse, Systeme zu steuern und zu lenken. Und dann jeder Manager von irgendeinem Großkonzern oder einer Firma, obwohl er das auch nicht weiß, obwohl es ihm auch nicht bewusst ist, ist ständig in diesem Zustand vom Raja-Yoga. Okay, auch die meisten Politiker, nehme ich mal an. Die Yogis im Altertum haben das aber allerdings benutzt nur für sich selbst, für die innere Erleuchtung oder für die innere um die innere Vollkommenheit zu erreichen, lediglich für sich selbst. Also nicht um irgendein System oder etwas Sonstiges zu kontrollieren. Jedoch die Könige und Kaiser der Vergangenheit, vor allem in Indien, aus den europäischen Schriften, da kenne ich mich weniger aus, die hatten allerdings auch mit Yoga-Techniken zu tun und bekamen Unterweisungen auch von Gurus oder von Gelehrten oder von Brahmanen, damit sie richtig ihr Land regieren. Ein anderes interessantes Beispiel, was vielleicht nicht ganz zum Thema gehört, aber es waren tatsächlich mal Zeiten auf der Erde, dass Kinder nicht gestorben sind, also das war nicht normal, dass Kinder gestorben sind, das war zur Zeit des Rama, bevor die Ramayana-Geschichten begannen. Und als damals ein Kind gestorben ist, sind die Leute zum König gegangen und haben gesagt, irgendwas ist falsch an deiner Regierung oder an deinem System, dass in deinem Land Kinder sterben. Irgendwas ist nicht in Ordnung.
Und dann haben sie sich auf ihr Flugschiff oder Vimana gesetzt. Angeblich hatten sie damals diese Technologien und haben den Planeten umrundet und haben geguckt, was da nicht stimmt. Und da hat ein Unberührbarer, sage ich mal so, die damals kein Yoga praktizieren durften oder keine Vollkommenheit praktizieren durften, der hat Askese betrieben, um zusätzliche Energie aufzubauen. Und weil dieses Unrecht passiert ist, irgendwo, ich sag mal, auf der unteren Erdhalbkugel ist auf dem anderen Kontinent ein junges Kind gestorben. Also er hat das Karma der ganzen Erde so ein bisschen runtergezogen und der König wurde damit dafür verantwortlich gemacht. Und ihr müsst euch das durch den Kopf gehen lassen und gucken, was bei uns heutzutage passiert. Und keiner fühlt sich irgendwie verantwortlich darüber. Es passieren sehr viel mehr und viel schrecklichere Dinge. Und es scheint keinen etwas anzugehen. Gut, so viel dazu. Noch eine Yoga-Art oder Variante? Ja, Karma-Yoga. Karma-Yoga, genau. Karma-Yoga, Kriya-Yoga. Kundalini-Yoga. Das sind Yoga-Schulen oder Yoga-Richtungen. Was ist das Karma-Yoga? Schicksal aufbauen, abarbeiten. Genau. Okay, dass man sein Leben zum einen so betrachtet, dass ich mit einem Rucksack oder mit einer Ladung meines eigenen Karma hergekommen bin. Und in diesem Rucksack befinden sich weiße und schwarze Steine. Und wenn sich weiße Steine verwirklichen, geht es mir gut und ich habe Erfolg. Und wenn sich schwarze Steine, jetzt bildlich gesprochen, meines Karmas verwirklichen, dann habe ich, was die Menschen als Pech benennen oder irgendwie Unglück oder kein Erfolg. Und man muss in dieser Betrachtungsweise, oder die Leute, die den Weg des Karma-Yoga gehen, gehen in dieser Betrachtungsweise. Und dann gibt es auch eine sehr schöne Geschichte aus den Veden, die ich immer wieder erzähle, die dieses Prinzip verdeutlicht und verkörpert. Aber was noch? Vielleicht hast du noch, die Geschichte kommt gleich. Was ist das Karma-Yoga noch? Das, was du gibst, kommt auf dich zurück. Ja. Genau. Manche möchten auch ihr Karma verbessern, indem sie anderen Menschen etwas Gutes tun, weil sie dieses Prinzip verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Mensch, der von diesen Prinzipien versteht, der auch an die Reinkarnation glaubt, so an die Wiedergeburt, meint, ich in diesem Leben habe keine Möglichkeit, Yoga zu praktizieren. Aus welchen Gründen auch immer, seien es gesundheitliche Gründe, finanzielle Gründe oder man hat einfach keinen Raum und keine Möglichkeit, weil man mit anderen Sachen beschäftigt ist, das Yoga zu praktizieren. Aber dieser Mensch hat die Möglichkeit, an einer, ich sag mal, Veranstaltung wie dieser teilzunehmen oder an der Vipassana teilzunehmen, jetzt zwar nicht als Teilnehmer, die Yoga praktizieren, sondern als unterstützende Kraft. Also er bietet ihnen diese Landschaft oder diese Fläche an, damit sie drauf praktizieren können. Er bietet ihnen bestimmten Service an, zum Beispiel die Küche oder sonstige Bequemlichkeiten. Er sorgt sich um die Leute, während sie das Yoga hier praktizieren und baut sich so dieses positive Karma auf, dass er im nächsten Leben wiederum, wie du das gesagt hast, die Möglichkeit für sich selbst bekommt, auch selbst an den Praktiken teilzunehmen oder möglichst viel zu praktizieren. Diesen Weg gibt es auch. Bei uns in der westlichen Welt lebt man so dahin und denkt gar nicht daran, vielleicht aus diesem Grund, weil die christliche Kirche die Reinkarnation herausredaktiert hat aus der Bibel und man lebt halt praktisch ein Leben und wenn man gut war, kommt man ins Paradies und wenn man schlecht war, kommt man in die Hölle. Und das ist dort so, entweder du gehst nach links oder nach rechts, man bekommt keine Alternativen da, wie soll ich sagen, nicht vorgesetzt, sondern angeboten, obwohl Alternativen tatsächlich da sind. Und sogar Buddha Shakyamuni, einer der erleuchteten Wesen oder Personen auf diesem Planeten, einer der Heiligen, den Schriften nach hat er auch seinen Buddha-Weg in der Hölle begonnen. Der wurde dort auch gefoltert und gequält und dann hat er verstanden, dass das Ganze eine Illusion ist und ich muss mich nicht nur um mich kümmern. Als er damals in der Höhle sich entschieden hat, dort jemandem zu helfen, damit der andere auch nicht so leidet wie er, hat er in diesem Augenblick so viel positive Energie aufgebaut, dass er gleich aus der Höhle irgendwo anders in besseren Gefilden reinkarniert ist. Okay? Also das ist jetzt nicht so, dass man für ewig dann im Paradies weilt oder in der Hölle. Vom Paradies gibt es auch in vedischen Schriften viele, Geschichten,
aus den Veden, dass das Paradies auch endlich ist oder sein kann. Wenn man jetzt viel positives Karma hat, ist es wie so ein Schwimmer oder Luftkissen, was einen oben reinkarnieren lässt. Und man baut dort diese positive Energie ab. Ihr könnt es vielleicht so anhand vom Valhalla kann man das auch sehr gut erklären. Die edlen Krieger und Männer, die ehrenhaft am Feld gestorben sind, werden im Valhalla wiedergeboren. Und dort ist ja bekanntlich alles nur Fest, Feiern und schöne Frauen. Und diese Feste und Feiern und schöne Frauen brauchen irgendwo diese Energie auf, die sie aufgesammelt haben. Und wenn sie diese Energie schwindet, dann werden sie wieder in die Welt des Menschen zurückkommen oder der Menschen zurückkommen. Und dann gibt es eine sehr schöne Jataka. Jataka sind Wiedergeburtsgeschichten vom Buddha, wo beschrieben wird, dass bei den Halbgöttern das so ist, es kommt so ein bisschen eher diese Erkenntnis für die, dass sie bald in niedrigeren Welten reinkarnieren werden. Und dann beginnen bei denen irgendwie die Blumen zu verwelken und diese Realität beginnt so nach und nach zu bröckeln bei denen. Und dann wissen sie, oh, bald ist es soweit. Und die sind so enttäuscht, dass sie selbst weinen und die anderen Halbgötter, die noch dort bleiben dürfen, beweinen diese Wesen oder Götter auch. Und dann bricht diese Realität um sie herum zusammen, diese schöne Welt des Paradieses, und sie werden oder sie reinkarnieren dann in der Welt der Menschen oder vielleicht noch irgendwo anders. Okay, so viel zum Karma-Yoga. Jetzt die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. In der altertümlichen Zeit war es der Brauch, dass ein Yoga-Praktiker bzw. Askit sich für eine lange Zeit in die Natur zurückgezogen hat. Das Klima in Indien macht es ja möglich, dass man nicht in die Arbeit gehen muss und sich um nichts kümmern muss. Und so wenig zu essen, wie sie da hatten, hat auch denen ausgereicht. Und die Kultur hat damals solche Leute auch unterstützt. Das heißt, wenn ein Askit oder Yogi in das Dorf dann gegangen ist, aus dem Wald oder Hain, wo er meditiert hat, hat er dort an jedem Haushalt etwas zum Essen bekommen, wo er angeklopft hat. Und da sitzt also dieser Askit und praktiziert viele, viele Monate oder Jahre lang und baut seine Energie auf. Und worüber wir hier gesprochen haben, dass Emotionen, vor allem Wut und Aggression, sehr viel unsere Lebensenergie verbrennt, ist ein Vogel über ihn drüber geflogen und hat etwas fallen gelassen. Und da wurde er auf einmal zornig und hat mit seinem Blick, weil er so viel Energie gehabt hat, diesen Vogel einfach verbrannt, wie mit einem Laserstrahl. Und natürlich hat er durch die negativen Emotionen sein ganzes Potenzial verbraucht und hat gesagt, okay, jetzt muss ich wieder von vorne beginnen, aber jetzt hole ich mir erstmal was zu essen. Ist dann ins Dorf gegangen und hat an eine Tür geklopft. Und weil diese Leute als Heilige angesehen wurden, hat man für sie gleich sofort aufgemacht und etwas zu essen gegeben. Das war für sie praktisch der Segen für ein Haus oder für einen Haushalt. Wenn so eine Person bei dir daheim anklopft. Und dann hat man ihm eine Zeit lang nicht aufgemacht. Und er hat sich ja auch bereits gewundert, was da los ist. Und als die Frau ihm aufgemacht hat, hat er sie auch so ein bisschen zornig angeguckt, weil sie ihm, wie gesagt, nicht gleich öffnete. Und sie hat dann zu ihm gesagt, so böse, wie du den Vogel angeschaut hast, brauchst du mich nicht anzusehen. Er hat sich gleich gewundert, warum diese Frau diese übersinnlichen Fähigkeiten hat und sogar halt in den Raum oder halt diese telepathischen Fähigkeiten hat. Und dann erzählt sie ihm weiter, sie hat sich gerade um ihren kranken Mann gekümmert und ihr kranker Mann steht an erster Stelle. Und dann kommen alle anderen, zum Beispiel du, weil die Frauen ja damals Rolle hatten, alle zu ernähren und ja zu füttern sozusagen, um sich um die anderen zu kümmern. Also hat die Frau gesagt, oder er hat dadurch auch verstanden, die Frau hat ihre Rolle, wie gesagt, ihre Pflicht und ihr Karma, oder ist ihrem Karma gefolgt, oder ihr heiliges Karma sogar, ihren Mann zu pflegen. Und weil sie dem Karma nachgegangen ist, hat sie diese übersinnlichen Fähigkeiten bekommen, dass sie gesehen hat, was der da im Wald gemacht hat, dieser Praktiker. Dann sagte sie aber zu ihm, das ist noch nicht alles. Ein paar Straßen weiter in diesem Dorf wohnt ein Metzger, der hat noch mehr übersinnliche Fähigkeiten wie ich.
Und dann hat er sich das weitergedacht, wie kann einer, der Tiere tötet und das Fleisch zerlegt, wie kann er heilig sein oder übersinnliche Kräfte und Fähigkeiten haben? Diese Leute schwelgen doch in so einer dunklen und schweren Energie. So einer kann gar nicht heilig sein. Und dann ist er zu ihm hingegangen, weil er sich erkundigen wollte, ob das stimmt, was ihm die Frau sagt, oder sie ihn hinters Licht führt oder täuscht. Und dann war es tatsächlich so, dass dieser Metzger auf seiner geistigen Evolutionsebene sehr, sehr weit oben war und eine sehr, sehr, was heißt sehr positive, eine einigermaßen positive Energie gehabt hat, und er hat sich gewundert, warum. Und dann hat er auch die Erklärung bekommen von dem Metzger oder Schlechter. Er hat gesagt, ich bin in diese Familie hineingeboren worden, ich kann praktisch nicht anders. Und in Indien damals war es so der Brauch, dass wenn man in eine Kaste hineingeboren wird, ist es ja fast wie ein Urteil, man muss sein ganzes Leben in dieser Kaste bleiben. Es gab damals keine Möglichkeit, einen anderen Beruf zu nehmen oder von einer Kaste in die andere zu wechseln, um eben einen anderen Beruf auszuüben. Dann hat er gesagt, ich habe aber auch Frau und Kinder, um die ich mich kümmern muss. Und diese Arbeit des Metzgers ist das Einzige, womit ich mein Geld verdienen darf. Und ich führe diese Arbeit aus, weil mir die Familie wichtig ist. Und weil er auch eben seinem Karma gefolgt ist, dass er in diese Familie hineingeboren wurde, das aber möglichst gut umgesetzt hat und möglichst positiv für alle umgesetzt hat und sich um seine Nächsten gekümmert hat, bekam er auch diese Energie, um diese geistigen oder diese übersinnlichen Fähigkeiten und Kräfte zu erreichen. Also das ist der Weg des Karma-Yoga. Ihr seht, man muss jetzt nicht unbedingt den Fuß hinter den Kopf stecken, wie das die Hatha-Yogis machen, sondern es gibt viele andere Wege und Möglichkeiten, Vollkommenheit zu erreichen. Okay? Und dann gibt es noch einen Weg, das Jnana-Yoga. Jnana bedeutet Wissen. Im Russischen existiert das Wort Znanie, und weil man annimmt, dass das Pra-Sanskrit oder dass der Ur-Sanskrit, also von dem auch dieses Sanskrit abgeleitet wurde oder entstanden ist, irgendwo aus den altslawischen Kulturen oder Sprachen auch hervorgegangen ist, dass die beide die gemeinsame Wurzel haben, beziehungsweise als die, man nennt sie die Arier, und die Inder nennen sich teilweise immer noch als Arier, als sie aus dem Norden wegen Naturkatastrophen abgewandert sind und dort in Indien sich mit den Einheimischen vermischt und verbunden haben, haben sie eine sehr reichhaltige, eine sehr hohe Kultur da nach Indien gebracht und unter anderem bestimmte Weltanschauung, und auch sprachlich hatten sie einen sehr großen Einfluss auf das Nordindien vor allem. Okay, also gibt es auch diese Möglichkeit, der Jnana-Yoga, das ist eher der Weg des Wissens und der Analyse, der Weg der Erkenntnis. Also die Leute, die diesen Weg gehen, die arbeiten intellektuell, um dieses Universum zu verstehen. Also jetzt nicht nur durch Energie und Emotionen, sondern nur auf der Basis, auf der Ebene der Gedanken. Sie studieren viele Bücher, sie studieren viele Hintergründe, sie versuchen vielleicht auch irgendwo durch philosophische Diskussionen sich irgendwo der Wahrheit zu nähern, und das bringt sie auch alle natürlich näher zu Erleuchtung oder näher zu Vollkommenheit. Es heißt aber nicht, dass der Mensch diesen Weg eingeschlagen hat oder nur diesen Weg eingeschlagen hat und nur ihn geht. Man kann sich parallel auf vielen Wegen bewegen. Dieser Weg ist eigentlich einer der interessantesten, und doch man kann schon auch gleich mit dem Raja-Yoga starten, aber es wird trotzdem in den Schriften empfohlen, mit dem Hatha-Yoga anzufangen. Okay? Und ich müsste jetzt ein bisschen mehr über das Hatha-Yoga erzählen, weil das war das heutige Thema der Stunde. Diese Yoga-Wege wollte ich nur ein bisschen am Rande ansprechen. Okay? Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass in unserer dualen Welt es gibt wiederum Weltverständnis von der Singularität. Das sind andere Schulen, philosophische in Indien, beziehungsweise
in dieser Kultur, aber wir bleiben jetzt erstmal mit der Dualität, weil vielleicht können wir so besser auch die Welt verstehen und einige Hintergründe verstehen. Wir haben die Ha- und die Tha-Energie und daraus setzt sich das Wort Hatha-Yoga zusammen. Jetzt schreiben wir einige Begriffe auf, einige Begriffe mehr, die dem Ha-Prinzip oder dem Tha-Prinzip entsprechen. Also Gegensätze. Welche Gegensätze kennt ihr? Männlich, weiblich. Genau. Was ist wo einzuschreiben? Ha ist Sonne, oder? Ja. Und Tha ist Mond. Ha ist männlich. Aber speziell männlich und weiblich. Ha ist männlich. Ha männlich, ja. Oder? Okay, was noch? So wie Yang Yin. Ja, genau. Wo ist wo? Yang ist Ha. Chinesische Schreibweise mit G eigentlich die slawische Yang und Yin. Noch was? Ja, schwarz und weiß. Wo ist was? Ja, schwarz, wo Mond und... Mond haben wir und Sonne haben wir noch nicht. Ach so. Weiß und schwarz. Schwarz, ja, vielleicht. Ja, genau. Genau. Danke. Okay. Verstand Energie, oder? Ha? Verstand Energie wird auch geteilt. Kann man auch, genau, macht man auch. Wo ist wo? Energie, glaube ich. Verstand ist bei männlichen, oder? Ja. Shakti und Shiva quasi. Nicht Emotionen. Moment, macht man noch hier ein bisschen kurz weiter. Ja. Wo ist Shakti, wo ist Shiva? Shiva ist männlich und Shakti ist weiblich. Ah. Shakti. Und ich würde noch, vielleicht weiß nicht jeder von euch diese zwei Begriffe, das ist Purusha. Ah, Purusha. Und Prakriti. Prakriti. Genau. Wie heißt der Verstand auf Sanskrit? Verstand. Schuh. Manas. Ja, Manas. Und da haben wir wieder auch das Man drin. Hier ein paar einfachere Hintergründe noch. Was ist das, was du vorher dieses Purusha und. Purusha und Prakriti, das ist. Das männliche Prinzip des Universums und das ist das weibliche Prinzip des Universums. Das weibliche ist die Energie und das männliche ist der Verstand. Wenn wir das als symbolisch, also diese Sachen gehören irgendwo zusammen. Das männliche gibt die Richtung vor, aber ohne Energie ist die Richtung sinnlos. Und das Weibliche, die ist die zerstreute Energie im Raum, aber ohne die Richtung ist sie chaotisch. Und nur in der Zusammenkunft des Männlichen und des Weiblichen gibt es eine bestimmte Richtung von der Energie und von Materie, dann gibt alles einen Sinn, dann kommt es zur göttlichen Schöpfung. Und wenn es, man sagt, dieses Ananda, was ich vorher angesprochen habe, dieses göttliche Glückseligkeit oder diese Ebene der göttlichen Schöpfung, die wird erfüllt von den Praktikern, die so weit herausbringen können als göttliche Ekstase. Und die göttliche Ekstase ist ein Gefühl dieser Einigung des Männlichen und des Weiblichen. Was der Mensch auch auf seiner physischen Ebene empfindet, das passiert auch im Universum. Das sind die gleichen Prinzipien. Okay? Ja, die Slawen sagen so, dass der Mann... Den vergleichen sie mit dem Steuermann, mit dem Ruderer und die Frau mit dem Boot. Also das ist auch wieder hier das ähnliche Prinzip. Das Männliche ist eher der Aspekt, der sagt, wo es hingehen soll. Und der weibliche Aspekt ist, der unterstützt diese Bewegung sozusagen. Der macht diese Bewegung auch erst möglich.
eigentlich machen beide die Bewegung möglich. Okay? Aber gut, hier noch ein paar Gegensätze. Sonne und Mond. Genau. Das auch wiederum ein Punkt, der kann selber für sich individuell interpretieren, wie er möchte, aber ich würde den Gegensatz zur Sonne, die Erde sagen. Weil es ist das gleiche wie hier, wir haben die Erde als Energie oder Prakriti, das Weibliche, was auch das Leben hervorbringt, und die Sonne, wenn sie auf die Erde scheint, mit ihren Strahlen und ihrer Energie die Erde, also nicht nur die Erde, indem sich die beiden Energien verbinden, schaffen sie irgendwie Leben und so weiter. Tiere, Pflanzen und sowas alles. Also diese zwei Gegensätze wieder. Genauso wie Purusha und Prakriti auf kosmischer Ebene. Weil dann sagt man Himmel und Erde. Mhm. Ja, genau. Genau. Mhm. Okay, aber ich, was haben wir noch? Genau. Aktiv, passiv. Heiß, kalt. Hast du auch noch Krieg und Frieden? Kann auch sein, es hat ja auch mit Aktivität zu tun. Kann man auch schreiben, Krieg und Frieden, beziehungsweise oder, Unternehmung und Ruhe. Oder so ähnlich. Positiv, ja. Negativ. Könnte man auch sagen. Ja? Innen, außen. Innen, außen. Was, wo ist was? Was ist innen, was ist außen? Außen ist männlich, aktiv, yang. Geht nach außen, Yin geht nach innen in die Wurzel. In diesem Zusammenhang schon, weil das Yang mehr auf den Makrokosmos geht, ja. Und das Yin, das Weibliche, das geht in den Mikrokosmos, auf die Ebene der Atomen und noch weiter ins Feinere. Aber laut diesem Prinzip wäre das Weibliche, was das Männliche umschließt, weil es, wir haben ja die Sonne. Das ist das ordnende Prinzip. Und um die Sonne kreist die Materie, das sind alle Planeten. Das ist das weibliche Prinzip. Also die Materie und die Masse. Und wenn wir die Sonne, die Erde betrachten mit dem Mond, dann übernimmt die Erde das männliche Prinzip und der Mond das weibliche Prinzip. Versteht ihr den Zusammenhang? Das ist jetzt nicht so, dass man nur das Männliche ist und für alles das Männliche ist, sondern einer der Lehrer hat mal, genau, im Vergleich, je nachdem, was ordnet und was sich anpasst. Also das kann man auch so sagen. Das Männliche, das H gibt etwas vor und das H, das Weibliche, das hat eher die Rolle, die anpassende Rolle. Okay? Gut. Weil ein großer Lehrer hat mal gesagt, in Bezug zum Gott, wenn er die männliche Rolle spielt, sind wir alle Menschen, egal ob Männer oder Frauen, übernehmen wir die weibliche Rolle, weil wir uns dieser großen Kraft anpassen. Okay? Dann haben wir noch, was fürs Yoga wichtig ist, hart und weich, und stark und schwach. Stark und schwach, meinetwegen auch. Und Anspannung, Entspannung ist auch fürs Yoga wichtig. Okay, dann bleiben wir hier erstmal bei hart, stark, Anspannung, weich, schwach, Entspannung. Kennt jemand das Yin-Yoga oder hat es schon mal gehört, diese Bezeichnung? Ja. Das Yin-Yoga. Wodurch zeichnet es sich aus? Weich. Es ist ein weicher Stil, langsamer fließender Stil. Dient eher zur Entspannung. Dann gibt es Power-Yoga, das würde man eher hier einordnen. Eher in das Harte, Starke und mit Anspannung. Also alle Kampfsportarten haben dementsprechend eher die Richtung.
Aber Yin Yang ist doch von Chinesisch, oder ist das auch was in Indien? Aber man hat diese Begriffe, sogar im Deutschen nennt man manchmal den Jungen Jan. Es ist ja der männliche Name, Jan. Und ja, wie gesagt, man hat sich früher sehr weitgehend ausgetauscht in den Begrifflichkeiten und in der Weltanschauung. Und die Chinesen, ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, wer es von dem anderen übernommen hat, wer von wem. Auf alle Fälle ist es das Gleiche. Das Prinzip von Weiß und Schwarz, Tag und Nacht könnten wir hier noch schreiben. Tag und Nacht. Diese zwei, hell und dunkel, haben wir hier auch noch nicht. Also hell und dunkel wäre auch hier sehr wichtig, dass man hier das versteht. Und wie die Sonne hier auf die Erde scheint und die Erde bringt Leben hervor, ist jeder von uns, es ist nicht so, dass die Männer nur diese Aspekte haben und die Frauen nur diese Aspekte haben oder haben müssen, das ist nicht so. Wir alle sind aus diesen zwei Gegensätzlichkeiten zusammengesetzt. Sonst würden wir gar nicht leben können. Also was hier das Männliche verkörpert, ist hier unser Geist und diese Energien, die das Leben schaffen, weil der Geist, der Gedanke formt irgendwo auch unsere Bewegung. Und das Dunkle, die Energie, das Prakriti, das Passive, was sich anpasst, ist hier die Materie. Also ist eher das Physischere, ist eher der Körper. Und eher die ganzen dann Mikroelemente, Atome und noch feinere Energien. Okay? Weil unser Körper ist ja dementsprechend auch woraus aufgebaut? Aus dem, was wir essen. Und das, was wir essen, kommt auch aus der Erde hervor. Okay? Wo ordne ich Lach-Yoga ein? Lach-Yoga. Ja, solange man lacht, würde ich, denke ich, sein, dass man eher aktiv ist und zwar nicht Anspannung, aber man ist eher an Aktivität und heiß und dann, wenn man nach dem Lachen entspannt, verfällt man in den Trance-Zustand hinein. Man kann von einem in den anderen Zustand wechseln. Zum Beispiel, wenn man zu Hause zu seinem Kind sagt, du räumst dein Zimmer auf, dann ist man im Tcha-Prinzip und das Kind im Tcha-Prinzip. Und dann geht man in die Arbeit und der Chef sagt zu dir, räum mal dein Büro auf. Dann ist der Chef im Tcha-Prinzip und du bist im Tcha-Prinzip. Das ist sozusagen eine ständige Wechselwirkung und eine ständige Veränderung. Aber so, dass ihr die Prinzipien gut verstehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Und während einer Hatha-Yoga-Stunde können wir uns im Ha-Zustand befinden oder im Tcha-Zustand. Aber selbst hier nicht vollkommen zu 100%, sondern die Bereiche im Körper, die ich gerade entspanne, das sind die Tcha-Bereiche im Körper oder Tcha-Sektoren im Körper, die ich entspanne. Und dann gibt es, wenn ich gleichzeitig ja unten zum Beispiel Virabhadrasana, da ist ja die Basis fest, die Beine sind angespannt. Das ist dann unten der Tcha-Bereich, der aktive Hart. Angespannt. Und wenn ich die Arme dehne, entspannt, gleichzeitig auseinanderziehe, habe ich oben den Tcha-Bereich. Okay, das weiche, entspannende. Und so wechselt sich das ab, dass man diese Sektoren während einer Hatha-Yoga-Stunde und Einheit ständig verändert und wechselt, dass ich vom Tcha in den Tcha-Bereich wechsle, vom Tcha in den Tcha-Bereich wechsle und dann gleicht die Yoga-Einheit einer Welle und K sind die Punkte der Anspannung, also maximale Anspannung, maximale Aktivität, maximale Kraft, die aufgebaut wird. Und die Tcha-Bereiche, da sind die kleinen Pausen, die ich immer wieder einbaue, beziehungsweise ich baue eine Asana auf, die ist eher als Kraft-Asana einzuordnen, die ist hart und stark aktiv, da brauche ich viel Kraft dazu, ich heize damit die Muskeln auf, wir haben hier wieder heiß. Und aufgeheizte warme Muskel kann ich besser dehnen. Und dann komme ich nach der Kraftasana in eine Dehnasana hinein und entspanne meine Muskulatur, um sie maximal effektiv zu dehnen und zu verlängern. Und da muss ich wieder mit Entspannung arbeiten. Okay? Das ist das Prinzip. Und nur diese Wechselwirkung kann über eine längere Zeit hindurch, wir sagen mal so eine Stunde 90 Minuten, ich brauche hier wieder ein bisschen Platz. Ich zeichne das ein bisschen kleiner, aber ihr werdet verstehen, was ich damit meine.
Anspannung, Entspannung. Wenn sich das aufschaukelt über die Stunde, kann ich zum Schluss bei der Shavasana tiefer in die Entspannung gehen, in den Tra-Zustand. Okay, so als ob ich in eine Ebene hineinfalle, von einer Bergspitze sozusagen. Ich kann diese Bergspitze, je nachdem, also beim Yin-Yoga, man kann auch Tra-Yoga dazu sagen, obwohl das keiner macht, halte ich diese Spitzen sehr flach und die Entspannungen halte ich sehr tief. Es gibt allerdings, man kann die Stunde auch so aufbauen, dass ich die Spannung aufbaue und langsam, als ob man auf den Berg steigt, auf den Berg der Anspannung und zum Schluss sehr tief in die Entspannung falle. Das H-Prinzip, das Ordnende, das ist auch das Prinzip der Sammlung, deshalb Hart und Anspannung. Und das K-Prinzip, das ist das Prinzip der Streuung, also das Auseinandergehen. Wenn ich jetzt ohne diese Sinuskurve versuche, gleich zu entspannen, wird es kaum möglich sein für den Körper und für die Muskulatur. Weil ich durch jede Dehnübung schafft der Körper bestimmte Botenstoffe oder Hormone, werden da produziert, die für Entspannung sorgen. Wenn ihr irgendwo Verspannung habt im Körper, ihr könnt die rausmassieren, aber sogar das Massieren, das dehnt die Muskulatur ganz sanft. Aber auch eine sehr gute Möglichkeit, einen verspannten Zustand, also so einen H-Block irgendwo, der H-Sektor zu entspannen, ist es, wenn man die Muskulatur dehnt. Und ab 30 Sekunden, deshalb muss man die Asanas ein bisschen länger halten, und ab 30 Sekunden schaltet der Körper eben um und der versteht, dass da etwas verlängert wird. Und der Körper, das ist ja so ein System, welches sich sehr gut an den Bedingungen anpasst, oder halt der Situation anpasst, in die er gebracht wird. Deshalb beginnt er auch nicht nur auf mechanischer Ebene, sondern auf chemischer Ebene diese Muskeln zu entspannen. Und dann werden eben diese Botenstoffe freigesetzt und der Körper sammelt dann diese Entspannungsbotenstoffe auf bei jedem Dehnen. Und dann ist er voll damit und dann klappt zum Schluss die Shavasana sehr, sehr gut und sehr wirkungsvoll, sehr effektiv, sage ich mal so. Deshalb muss das sein, dass man über die Stunde versucht, das ein bisschen zu beobachten. Heute, wer im Hatha Yoga mit dabei geht, versucht das auch für euch selbst zu erkennen und zu sehen, bei welcher Asana, wo bei mir eher ein H-Sektor entsteht, indem ich dort die Muskulatur anspanne, und wo im Körper bei mir gerade ein H-Sektor entsteht, da wo ich gerade dehne. Okay? Gut, so viel dazu, zu diesem Begriff Hatha Yoga. Und weil wir alle aus diesen beiden Prinzipien bestehen, möchte man sie irgendwo auch in Einklang, in Ordnung bringen. Und wie man hier durch diese zwei qualitativ unterschiedliche Energien, oder hier Shiva Shakti, Purusha und Prakriti, wenn sie uneins sind, gibt es eine Dualität. Also es gibt hier links und rechts, Mann und Frau. Und wenn sie sich vereinen, kommt etwas Drittes zustande. Also da kommen wir dann im Bereich dieser Dreieinigkeit. Also wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann bekommen sie Kinder und Nachwuchs. Wenn die Sonne auf die Erde scheint, dann wächst auch etwas hervor. Etwas Drittes wird da geschaffen. Und auch hier, wenn man die beiden Eigenschaften und Aspekte in sich lernt und schafft zu vereinen, kommt man eben auf eine höhere Ebene, wird eben dieser dritte Zustand geschaffen, der Erleuchtung, Einigkeit und Vollkommenheit bedeutet. Also deshalb hat man das Hatha Yoga auch dementsprechend so bezeichnet. Also die Arbeit mit den Tra und Tra Aspekten in seinem Inneren. Ob das jetzt die Muskeln sind oder ob das auch die Gedanken, die Emotionen sind. Weil wenn man im Ha-Zustand ist, würde man eher wütend aktiv sein und herausfordernd sein. Man kann sich so benehmen, man kann sich aber, wie gesagt, eher anpassen, sich zurückziehen oder eher im passiven Zustand sein. Dann ist man auch irgendwie gedanklich, emotional auch mehr im Tra-Zustand. Okay, so viel zu dem Begriff. Es gibt, wie gesagt, die meisten Kampfsportstile und die harten Shaolin-Stile, die würde man hier einordnen. Im Ha-Bereich, so plastische Tänze, und einige weiche Kampfstile würde man auch hier in den Ha-Bereich komplett einordnen. Okay? Der Hatha-Yoga-Modus ist irgendwo in der Mitte. Also beides
gleichzeitig und gleichmäßig. Das Hatha-Yoga, wenn man es ja, ein bisschen auch deutlicher nimmt, ist ein System, was ungefähr im Mittelalter, also von uns aus gesehen, Mittelalter, 12. bis 16., 17. Jahrhundert in Indien, speziell so wie wir es kennen und hier unterrichten, entwickelt wurde, setzt aber auch voraus, dass wir nicht nur ethisch und moralisch mit uns arbeiten. Im Hatha-Yoga gibt es sehr viele unterschiedliche Techniken und wie gesagt Methodiken, um an sich selbst zu arbeiten, und man beginnt im Hatha-Yoga auch unter anderem mit der Reinigung des Körpers. Also das ist die Voraussetzung, dass der Körper rein ist, nicht nur damit die inneren Organe gut funktionieren, sondern auch damit der Körper stabil, gesund ist, dass man lange meditieren kann. Davor auch, dass man längere Atemübungen ausführen kann, dass man jetzt nicht nur 10 Minuten sitzt und mit der Nase atmet, sondern dass man eine Stunde oder eineinhalb Stunden schafft, einigermaßen eine Pranayama durchzustehen oder durchzuhalten. Das setzt einen stabilen, starken Körper voraus, für Meditationen selbstverständlich auch. Deshalb kommen an erster Stelle dort die Reinigungstechniken, die nennt man Shatkarmas. Shat ist die 6 und Karma ist die Handlung. Also 6 Handlungen oder 6 Techniken, die sich wiederum in unterschiedliche Techniken noch einmal, wie gesagt, aufteilen. Der Sinn ist auch nicht nur, die inneren Organe zu reinigen, sondern auch das Gewebe. Wenn das Gewebe verschlackt ist, lässt es sich auch schlecht dehnen und bewegen. Und auch die Organe. Und manche Reinigungstechniken, die greifen auch unser Energiesystem und reinigen unser Energiesystem, die inneren Kanäle, damit die feinstoffliche Energie, das Prana, besser durch den Körper fließen kann. Damit das Prana auch reiner ist. Okay? Und das ist auch die Voraussetzung für eine gute Meditationspraxis. Neben den Asanas, die wir alle kennen, die wir auf der Matte ausführen, gibt es im Hatha-Yoga sehr viele Pranayamas, also Atemtechniken, mit denen, wie wir schon gesprochen haben, man seine Emotionen ordnen kann, zusätzlich Energien aufbauen kann. Dann haben wir im Hatha-Yoga den Bereich Bandhas. Der ist jetzt nicht so groß und umfangreich, aber der ist sehr, sehr effektiv. Es gibt 3 Bandhas im Körper. Jalandhara Bandha, in dem wir hier die Energie einsperren. Mula Bandha, in dem wir im Beckenbereich die Energie sammeln und einsperren, indem wir die Beckenbodenmuskulatur anspannen. Und Uddiyana Bandha, indem wir im Bauchbereich zurück und rauf ziehen. Also das ist jetzt so ein bisschen am Rande. Da müsste man einen extra Vortrag machen über die Bandhas. Der würde auch so circa 1,5 Stunden dauern. Hier so ein bisschen kurz gefasst die ganze Geschichte. Und wenn man das in die Praxis der Asana und Pranayama integriert, das ist so, als würde man einen Motor noch einen Turbolader draufsetzen. Der ist dann viel leistungsfähiger. Und so können die Bandhas auch die anderen Werkzeuge oder die anderen Techniken verstärken, ob das jetzt eine Asana ist oder ob das eine Pranayama ist. Dann haben wir im Bereich des Yoga auch Mudras, also das sind speziell Fingerstellungen, Handstellungen und Körperstellungen, die zusätzlich den Energiefluss verstärken oder die Energien im Körper zusätzlich umleiten, dorthin, wo man es möchte, dass man solche Hintergründe auch hört, dass erfahrene Yoga-Praktiker, wenn sie merken, dass die Leber irgendwie zu wenig Energie hat, nehmen sie eine bestimmte Pose ein, in der zusätzliche Energie in die Leber geleitet wird und die Leber ein zusätzliches Kraftstoff bekommt für eine gute Funktion. Dementsprechend auch kann man das mit anderen Organen genauso veranstalten und selbstverständlich auch, dass man einen klareren, besseren Geist und Verstand hat, dass man eine bessere, klarere Wahrnehmung hat, dass man viel Energie nach oben in den Körper, in Richtung Kopf bringt, Richtung Chakren, die sich weiter oben auf dem Körper befinden. Okay, dann gibt es aber auch noch sehr spezielle, ich sage jetzt nicht geheime Praktiken, die sind geheim, weil sie keiner kennt, aber die kann man in Büchern nachlesen, bestimmte innere Mudras, bestimmte innere Manipulationen, zum Beispiel mit der Zunge, dass man sich die Zungengeißel anschneidet, dass man mit der Zunge sich nach hinten in den Rachen reinlangen kann und dort die Energie zusperren kann, weil wir im Bereich Kopf die Frage, ob es mit Mais nicht.
eine bestimmte Energie haben, die angeblich hier runtertropft. Das ist das Amrita oder der Lebensnektar oder das Lebenselixier. Wenn das aufgebraucht ist, stirbt der Körper. Hier haben wir eine Flamme im Bauchbereich, das ist unser Verdauungsfeuer. Und dieses Elixiertropf, das ist irgendwo physisch gesehen Bereich Zirbeldrüse, Hypothalamus. Und da tropft es in das Feuer runter, so nach und nach. Und wenn es weg ist, wie gesagt, im Feuer aufgelöst, dann haben wir kein Leben mehr oder ist wenig Leben mehr im Körper. Und unten haben wir Unreinheiten. Das ist unser Verdauungssystem, Beckenbereich. Und durch diese Bandhas, diese Manipulationen, Kopf, Becken und Bauchbereich, können wir eben auch mit auf der feinstofflichen Ebene damit manipulieren, indem wir hier zumachen, kann das Nektar nicht runtertropfen. Gestern hat der Grigori von der Viparita Karani Mudra erzählt, da sind ja die Beine oben, hier ist der Kopf, hier sind die Hände, unterstützen das Becken und das Nektar im Kopf kann auch in das Feuer nicht tropfen, weil das Feuer hier ist. Und durch die Molabandha, indem wir das Becken anspannen, drücken wir die Unreinheiten in das Feuer, damit sie dort verbrennen können. Und wenn diese Unreinheiten verbrennen, entsteht hier Dampf. Und dieser Dampf kondensiert wieder hier und dieser See des Bewusstseins wird so genährt und aufgebaut. Das ist auch hier so ein bisschen Esoterik des Hatha Yoga. So viel kurz erklärt. Wie gesagt, man kann über jedes einzelne Thema nochmal eine extra separaten Vortrag machen. Okay, und ich würde hier dabei beenden. Das ist so ziemlich alles, was ich heute zu sagen hatte. Fragen noch eurerseits dazu? Was passiert über den Verdauungsfeuer? Dann steigt der Dampf. Wir haben hier Beckenbereich Unreinheiten mit dem Verdauungsfeuer und hier ist der See des Bewusstseins sozusagen. Das wird so als Nektar oder als Flüssigkeit so gleichgesetzt oder beschrieben. Und wenn wir durch Manipulationen die Unreinheiten in das Feuer anheben, verbrennen sie und der Dampf steigt und der erhöht unsere Lebenskraft und diesen Lebenselixier, der wird größer. Wenn wir nichts machen, tropft das Elixier ständig ins Feuer, wie so in der Tropfsteinhöhle, und wenn das aufgebraucht ist, ist die Lebenskraft praktisch aufgebraucht. Wie entstehen diese Unreinheiten? Was ist das? Das ist, was wir essen, was wir denken, alles, was nicht rein ist. Negative Emotionen und so weiter. Das ist aber hauptsächlich durch die gegessene Nahrung. Warum sind die Unreinheiten unten? Das ist unser Verdauungssystem und Ausscheidungsorgane. Das ist mehr Bereich, also Beckenboden, also der Inhalt des Beckens sozusagen. Okay? Was ist beim Kopfstand, während da die Unreinheit auch verbrennt? Theoretisch schon, weil die Unreinheiten sich dann über dem Feuer befinden. Mhm. Weil man von der Viparita Karani Mudra sagt, die reinigt die inneren Organe sehr, sehr gut und entschlackt und schafft die Toxine aus dem Körper. Also durch die Umkehrpose haben wir letztendlich, wie es beschrieben wird, einen saubereren Körper. Also werden die Unreinheiten logischerweise dadurch auch verbrannt, aufgebaut. Ich habe von der Viparita Karani auch eine bestimmte, wie gesagt, Überlieferung bekommen, beziehungsweise eine Visualisation bekommen, wie man die ausführen könnte. Ich habe aber leider keine Hatha Yoga Einheit mehr bei euch. Auf alle Fälle erzähle ich auch noch hier kurz, wer das selbstständig übt oder oft praktiziert. Man stellt sich hier, also was ich euch jetzt erzähle, habe ich nicht damit in Zusammenhang gehört, sondern separat. Aber jetzt durch die Frage bringe ich das auch für mich im Kopf, mir im Zusammenhang. Man stellt sich hier eine Schale vor und in der Schale ist euer Herz, Lunge, also alle inneren Organe, Nieren, da schwimmt alles in der Schale aus Blut. Alle inneren Organe, das ist mehr so tantrische, esoterische Vorstellung, wie man hier in der Viparita Karani arbeitet. Aus Blut oder aus Blut? Aus Blut. Blut. Und dann hat man an der Rückseite der Beine, stellt man sich vor, dass wie so ein Laserstrahl oder ein warmer Lichtstrahl hier runterkommt und unten die Schale aufheizt. Und man steht da eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde und stellt sich vor, wie diese Schale aufgeheizt wird
und das Blut beginnt zu kochen und die ganzen Unreinheiten steigen in Form von einem grauen oder braunen Dampf hier wie eine Wolke aus dem Körper. Und man kocht sich so rein praktisch, so auf Deutsch gesagt. Das kann man in der Viparita Karani Mudra sich auch vorstellen. Also heißes Licht, heißer Lichtstrahl hier rein, das Feuer wird heiß und die inneren Organe werden so gekocht und gereinigt dazu und werden gesund. Okay, das kann man sich vorstellen. Haben wir schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht, genau. Das baue ich ab und zu auch ein, diese Visualisation. Und das ist gar nicht weit hergeholt. Es gibt ja auch so eine Dorfmagie sozusagen oder Mittelaltermagie. Mag sein, dass sie heute immer noch existiert. Ich habe bei einem Vortrag gehört, dass bestimmte alten bösen Frauen diesen braunen Dampf oder diesen Unreinheiten schaffen, aus sich selbst heraus zu bekommen, wie so eine Wolke, und schicken das jemand anders zu. Und wenn diese Wolke auf jemand anders trifft, dann wird jemand anders krank, sozusagen. Das ist, man kann das auch negativ nutzen oder verwenden, sozusagen, wenn ein Mensch nicht ganz gesund und ethisch arbeitet. Das schadet keinem, also das bringt nur für sich selbst was. Wenn Frauen die Menstruation hat, sind diese Sachen nicht auszuführen. Erst nach den Tagen der Reinigung kann die Frau, damit sie ihre Gesundheit wieder gut aufbaut, damit alles wieder gut funktioniert, außerhalb der Menstruation empfohlen. Je länger, desto besser. Während der Menstruation sollte man damit eine Pause machen. Weil ich habe von den Winden gesprochen, das Apanavayu vorgestern. Das Apanavayu ist ja die Energie oder der Wind, der für die Ausscheidungen zuständig ist. Oder die Energie wird aktiv, wenn der Körper etwas ausscheidet. Und während der Menstruation reinigt sich der Frauenkörper und dann soll man diese Energie nicht stören. Weil die fließt nach unten heraus. So ein Luft- oder Windstrom nach unten. Und so unterbindet man auch diesen Energiefluss. Man muss sich die Zeit geben dafür. Für Männer gibt es Gegenanzeige nur, wenn man Probleme mit dem Rücken hat oder Probleme mit dem Augeninnendruck, irgendwie Probleme mit dem Nacken oder mit zu hoher Blutdruck. Dann sollte er die Asanas nicht ausführen, aber die Umkehrposen gelten im Yoga als die Königsdisziplin, weil sie sehr wichtig, sehr wirkungsvoll sind und jedem zu empfehlen sind. Auch der Kopfstand gehört irgendwo dazu. Eine Umkehrpose beginnt dann, wenn das Becken höher als der Kopf ist. Aha. Bei einem klassischen Hund ist das Becken auch höher als der Kopf, also gilt oder wirkt es auch fast ähnlich wie eine Umkehrpose. Und der Kopf dann sowieso versteht sich. Aber die Organe hängen nicht anders. Ja, ein bisschen schon, die Organe. Das ist ja hier das Becken. Ein anderer Hintergrund ist der, weil die Organe, die sind ja jetzt so symbolisch gezeichnet, so aufeinander, liegen alle aufeinander. Und die Schwerkraft der Erde drückt sie so ein bisschen zusammen und aufeinander. Und wenn man diese Schicht umdreht, dann ist praktisch das Organ, was am meisten Druck abgekriegt hat, liegt dann oben und kann sich entspannen. Und die Organe, die oben liegen, auf die wirkt dann mehr Druck und drückt das angestaute Blut heraus. Also das ist für die Gesundheit sehr, sehr gut. Also für die Energie und für die Gesundheit allgemein. Das ist sehr... Eine vielschichtige, vieldimensionale Wirkung, die Umkehrpose. Alle anderen Asanas sowieso auch. Okay? Gut. Deshalb praktiziert fleißig so viel, wie es geht. Und wenn es nicht geht, ist es ein Zeichen, dass man noch mehr praktizieren muss. Das, so heißt es im Yoga. Dann stimmt etwas nicht. Beim Kopfstand gibt es da irgendwelche Vorgaben, wie lange man den machen kann? Oder? Solange wie der Körper mitmacht. Ab eine Minute bis ins Unendliche. Genau. Aber kann da zu viel Blut zum Kopf kommen? Also, da gewöhnst du dich dran. Ich hatte mal damit experimentiert und mein Rekord waren 50 Minuten. Oha. 50? Da 50 Minuten, da passiert eigentlich. Aber nicht sofort, sondern ich habe jeden Tag um eine Minute gesteigert und um zwei Minuten. Und bin dann nach und nach so bis 50 gekommen. 10 habe ich geschafft. Ja. Also ich mache immer... Hier, wichtig ist, dass ihr dabei entspannt. Also nach der Umkehrpose solltet ihr genauso lang liegen, so ungefähr so lange liegen, wie ihr gestanden seid in der Umkehrpose. Sonst, der Blutdruck muss sich ein bisschen anpassen, dass euch nicht schwindelig wird, dass es euch vor Augen nicht schwarz wird. Danach schlafen gehen, entspannen, zumindest entspannen. Vor dem Schlaf ist es auch sehr gut, um einzuschlafen. Ja, ich mache immer den
Also die Kindsposition, ja, und danach die Rückenschaukel. So habe ich das mal gelernt, ja, nach dem Kopfstand. Ja, oder so. Auf alle Fälle muss man das ein bisschen kompensieren zumindest. Mhm. Das heißt nicht sofort aufstehen und losrennen. Ja, nee, das auf keinen aber Fall. Aber das macht sowieso, denke ich, keiner. Mhm. Okay, aber hier, wie gesagt, könnt ihr sehr viel Negatives körperlich und energetisch aufarbeiten damit. Mach mal. Dankeschön.